Hallo, mein Name ist Christina und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Everything Fiber. Schön, dass du wieder mit dabei bist und für alle, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise die neu hier sind und mich hier gefunden haben. Hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Fasern. Ich stricke, ich spinne und ich färbe. Ich habe auch gewebt, aber dazu kommt dann später im Video noch ein bisschen mehr. Da gibt es ein Update zu diesem Thema. Ja, ich muss sagen, ich habe überlegt, ob ich überhaupt ein Video aufnehmen soll diese Woche, weil ich eigentlich nichts Neues zu zeigen habe, angefangen habe. Das hat einen Grund, weil ich Wolle bestellt habe, die leider nicht angekommen ist. Aber als ich mich dann hingesetzt habe und mir Notizen gemacht habe zu diesem Video, was ich denn alles gerne erzählen möchte, ist ganz schön viel zusammengekommen und ich hoffe, es ist interessant für euch, was ich euch erzähle. Das Einzige, was ich im Moment auf meinen Nadeln habe, ist der altbekannte Nurtured-Sweater von Drea René Knits bzw. Andrea Murray. Das ist die fünfte Version, die ich stricke. Ich verlinke euch, was mit den anderen vier passiert ist. Da gibt es lange Geschichte dazu. Das ist ein Dauerprojekt bei mir, das ich immer wieder gerne anschlage und auf den Nadeln habe. Wie gesagt, ist das mein fünfter und ich habe ihn noch. Also ich habe die Wolle für drei weitere liegen, in halt anderen Farben. Das ist einfach, weil mir das er strickt sich wahnsinnig einfach. Okay, ich habe 5 Anläufe gebraucht, bis er endlich gepasst hat. Aber vom Strickmuster her super einfach. Abnahmen, Zunahmen, die Ärmel werden zuerst gestrickt. Er wird dann von unten nach oben gestrickt. Ist ein Raglan-Muster. Und es ist für mich so ein Nebenher-Projekt. Und da bin ich jetzt schon ein ganzes Stück weitergekommen. Als ich euch in meiner letzten Folge gezeigt habe, hatte ich nur einen Ärmel fertig. Inzwischen sind es schon 2 Ärmel, die ich fertig habe. Ich habe ihn ein bisschen modifiziert. Ich habe hier unten an dem Bündchen, das habe ich zweifärbig gemacht. Das möchte ich bei den anderen Pullovern auch machen. Ich habe noch einen in Lila liegen, also die Wolle für den Pullover in Lila und in Grau. Genau, in Grau und eine noch. Das fällt mir jetzt nicht ein, welche Farbe das ist. Jedenfalls möchte ich da auch diese Variationen machen mit den Bündchen. Ich habe hier auch den italienischen Anschlag verwendet. Das ist im Moment mein Lieblingsanschlag, einfach weil er schön flexibel ist und weil er auch sehr schön ausschaut. Also der normale Anschlag, der hat für mich immer so wie eine Kante. Da ist so, wäre ein Faden durchgezogen. Für mich komisches Ende. Das ist, glaube ich, aber einfach Geschmackssache. Also ich stehe jetzt total auf den italienischen Anschlag. Wobei ich zugeben muss, ist nicht so einfach. Ich brauche meistens 3-4 Anläufe, bis ich den auf den Nadeln habe. Also ich mache den Anschlag. Das erste Mal kann ich sicher sein, dass mein Faden zu kurz ist, den ich veranschlage fürs Maschenanschlagen. Dann muss ich wieder auftrennen. Beim zweiten Mal verzähle ich mich meistens, ja, und beim dritten Mal klappt es dann hoffentlich. Wobei, wie gesagt, kann auch sein, dass ich da 5-mal anschlagen muss. Aber das ist es mir wert, mir gefällt das einfach super gut. Die Wolle, die ich hier verwende, ist die Drops Lima in diesen 2 Farben. Und zwar ist das eine, das hier ist Lima, die Farbe 705 Olive Mix. Und die andere hier ist die Farbe 9018 Meeresgrün Mix. Das sind diese 2 Farben, die ich da verwende. Also ich habe nicht nur die Ärmel fertig, sondern in Ermangelung, also da ich eben Wolle bestellt habe, die nicht angekommen ist für meine nächsten Strickprojekte, habe ich da gezwungenermaßen weitergemacht. Ich will ihn ja sowieso stricken und habe jetzt auch schon mit dem Körper begonnen. Auch hier wieder italienischer Anschlag und das zweifärbige Muster, das ich da habe. Entschuldigung, Telefon. Na komm. Ja, mein Nurtured-Sweater, mein ewiges Projekt, das ich immer wieder auf den Nadeln habe und das mich jetzt eigentlich seit Beginn meines YouTube-Kanals begleitet. Die schon mehrere Folgen gesehen haben, wissen, der darf in keiner Folge fehlen, also auch in dieser Folge nicht. So,
Wie gesagt, habe ich in meinem letzten Video vorgestellt ein paar Strickproben, die ich gemacht habe, und habe mir dann die Wolle dazu bestellt, damit ich dann das. Also ich habe mir Wolle bestellt für Strickproben, das heißt je ein Knäuel von den Farben, die ich gerne testen wollte, um zu sehen, wie die miteinander harmonieren. Und dann habe ich die Strickmuster gemacht und mir dann die Wolle dazu bestellt. Die hätte eigentlich, heute ist Donnerstag, die hätte eigentlich am Montag ankommen sollen. Also war auch in der App, dass sie geliefert wird am Vormittag. Das ist aber leider nicht passiert. Und in der Zwischenzeit weiß ich, dass das Paket anscheinend verloren gegangen ist, leider. Ich habe jetzt gestern wieder eine neue Bestellung aufgegeben. Glück im Unglück. Ich habe jetzt noch zusätzlich Wolle bestellt für ein weiteres Projekt, das ich euch dann später gleich auch noch vorstellen werde. Aber es ist halt ärgerlich, weil ich eben mit meinem Slanting Slipover fertig geworden bin und schon ein bisschen vorher die Wolle bestellt habe, damit ich quasi, wenn der fertig ist, kann ich das neue Projekt dann starten. Ja, ist leider nicht passiert, aber ja, ich zeige euch noch einmal die Strickproben, die ich gemacht habe, weil sie leider in meinem letzten Video, ich habe das erst beim Editieren gesehen, dass da das Licht von hinten durchgekommen ist und man eigentlich nicht wirklich die Optik bzw. ja, wie soll ich sagen, man konnte das Maschenbild nicht wirklich erkennen, weil das Licht von hinten so durchgekommen ist. Und ich habe es jetzt, auf so auf ein Blocking Board, das ist ein Schaumstoff, den ich zum Blocken von meinen Strickstücken verwende. Da habe ich es jetzt drauf gespannt. Jetzt kann kein Licht von hinten durchscheinen. Und zwar habe ich die Strickproben gemacht für eine Weste. Und zwar ist das die Yila-Weste von, Papa, ich habe hier dann Schummelzettel, ich suche jetzt gerade, wie ich sie Namen. Genau, Susanna Kartinen. Das wären diese zwei Strickproben hier. Ich verwende hier das Knitting for Olive als Wolle und zwar das Merino zusammen mit Mohair. Das hier ist die Farbe, das Merino hat die Farbe Flamingo und das Mohair die Farbe Hokkaido. Und dieses Muster hier hat die Farbe, das Merino, ich muss hier nachschauen. Das Merino ist das, die Aqua. Und das Mohair nennt sich Quince. Und diese zwei Kombinationen habe ich mir überlegt. Ich habe mich dann für diese hier entschieden, für die Weste. Wobei ich jetzt im Endeffekt noch einmal umgeschwenkt habe. Das Flamingo bleibt bei dieser Weste, aber das Mohair, da habe ich einen ganz, ganz hellen Puderrosa-Ton jetzt bestellt zum Stricken. Also da weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, wie das dann im Endeffekt gemeinsam ausschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das nicht zu orange ist. Ich finde, dass das Flamingo, also mir gefällt die Farbe Flamingo super gut. Ich kann es euch gerne zeigen. Ich habe sie hier auch liegen. Also die schaut so aus. Mir gefällt die Farbe super gut und ich finde, dass die hier nicht so ganz zur Geltung kommt, weil das Orange ein bisschen, glaube ich, das ist, also mir ist es zu orangelastig. Wobei mir die Kombi sehr gut gefällt und ich wahrscheinlich irgendetwas sicher auch in dieser Kombi stricken werde. Und diese Kombi gefällt mir auch sehr gut, allerdings nicht für die Weste, sondern ich habe dann noch eine zweite Strickprobe gemacht. Die sieht dann so aus. Auch wieder Hokkaido, also Merino Flamingo, Hokkaido Farbe, das Mohair und auch hier wieder. Und zwar wäre das für den Norma, nein, nicht für den Amor Sweater von Anke Strick. Den möchte ich gerne stricken und da werde ich dann diese Farbkombination dazu verwenden. Wobei ich mir da, wie im letzten Video schon gesagt, nicht sicher bin, ob ich es nicht einfärbig mache, weil vielleicht, wobei jetzt, wenn ich das am Video sehe, sehe ich, dass man das Muster doch erkennen kann. Ich war mir da nicht sicher, ob diese Zweifärbigkeit das nicht zu unruhig macht, sodass man nicht erkennen kann, wie dieses Strickmuster im Endeffekt ausschauen soll. Aber ich glaube, es funktioniert. Also ich zeige euch gerne nochmal alle vier. Das sind diese vier Strickproben, die ich gemacht habe.
In meinem letzten Video hat jemand einen Kommentar hinterlassen, dass er es super findet, dass ich diese Strickproben gemacht habe. Ich bin normalerweise nicht ein Fan von Strickproben, muss ich auch zugeben, aber das hat echt Spaß gemacht und ich finde das auch ganz toll, diese Strickproben zu haben. Und vielleicht werde ich die irgendwann einmal, wenn sich da ein paar angesammelt haben, die zu einer Decke zusammen nähen oder häkeln, habe ich mir schon überlegt. Das wäre sicher ein ganz tolles Erinnerungsstück auch, weil ich ja dann sehe, diese Strickproben habe ich für dieses Projekt gemacht. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse, die da immer wechseln, von Sonne bewölkt, kann man am Video nicht, also man wird sie am Video sicher erkennen. Ich hoffe, sie machen nicht allzu viel. Tut mir leid, bei uns ist das, ich bin dabei, mir einen Raum einzurichten, wo ich das Problem dann wahrscheinlich nicht haben werde, damit das nicht passiert, weil das war mir schon beim letzten, ist mir schon beim letzten Video aufgefallen, da hatte ich echt zu kämpfen mit den Lichtverhältnissen und ja, ich bin jemand, der das, wenn ich so etwas mache, dann muss das für mich gescheit sein und nicht so wischiwaschi und ja, aber für das Licht kann ich leider nichts. Ja, Bestellung ist jetzt aufgegeben. Und zusätzlich habe ich noch auch von Knitting for Olive bestellt Wolle für den Norma-Sweater von My Favorite Things. Den hat meine Schwester gestrickt. Ich zeige euch hier gerne, wie ihre ausschaut. Sie hat ihn in den Originalfarben und auch in der Originalwolle gestrickt. Und mir hat der so gut gefallen. Und ich habe ihn in einer anderen Farbkombi auf Instagram gesehen, die mich dann inspiriert hat zu meiner Farbkombination. Wie gesagt, die Wolle habe ich gestern bestellt und ich hoffe, dass sie im Laufe der nächsten Woche dann auch wirklich ankommt und nicht wieder verloren geht, was echt ärgerlich ist. Also ich kriege das verlorene Paket natürlich ersetzt von der Post, kein Thema. Aber ja, halt ärgerlich, weil ich nicht wirklich jetzt weiterarbeiten konnte an dem, was ich eigentlich arbeiten wollte. Jo, das sind meine Projekte, die ich gerne anfangen möchte, aber nicht kann, weil mir die passende Wolle noch nicht fehlt. Ich habe auch meinen ganzen Wollstash durchgeschaut, ob ich nicht irgendetwas Passendes finde, weil ich habe ziemlich viel. Ich kann euch gerne hier ein Bild von meinem Wolllager hochladen, damit ihr das seht. Aber irgendwie habe ich da entweder nicht die Menge, die für einen Pullover reichen würde, oder die Garnstärke stimmt nicht. Und ich habe extrem viel Sockenwolle liegen, wo man eben nur ein Knäuel braucht für ein paar Socken und bin aber jetzt überhaupt nicht im Sockenstrickmodus. Also das war, wie ich begonnen habe zu stricken, da habe ich ganz viele Socken gestrickt, aber irgendwie jetzt überhaupt nicht mehr in dem Sockenstrickmodus und ich habe aber ja, ganz viel Garn liegen und eben nur in ein Knäuelqualität. Also vielleicht finde ich ja irgendwo ein Strickmuster, wo man ganz viele verschiedene, also ich habe auch eins, aber da bin ich noch nicht schlüssig, ob ich das mit dieser Wolle stricken möchte, weil es meistens auch Farbverlaufgarne sind, beziehungsweise gespeckelte Garne, gepunktet, getupftet, also ganz wilde Farbkombinationen und ob ich die dann in einem Sweater haben will, also jetzt so streifenmustermäßig, weil ich ja nur einen Strang von jeder Farbe habe, bin ich mir noch unschlüssig. Ja, was ich mit der Wolle mache, weiß ich nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich sie nicht irgendwie weiterverkaufe oder, aber irgendwie ist mir das zu mühsam, das jetzt alles einzustellen, also zu fotografieren, einzustellen, Preise zu recherchieren und so weiter. Also da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Und wer weiß, vielleicht überkommt es mich ja irgendwann noch einmal und ich fange wieder an mit dem Sockenstricken. Ja, schauen wir mal. In meinem letzten Video habe ich euch auch zwei meiner fertigen Projekte gezeigt und da wurde ich gebeten, so Tragefotos bzw. ich habe euch Tragevideos gemacht, die werde ich euch hier zeigen. Und zwar das erste war das Uma Cape von Aigo Knit, das ich fertiggestellt habe. Das zeige ich euch, also ich zeige euch hier ein kurzes Video, wie das ausschaut. Ihr seht es. Ja, ich habe es wieder mit meinem Label aufgepeppt und auch die Details, die ich bei diesem Strickstück sehr schön finde. Ich möchte das gerne noch einmal stricken in einem bunten Mohair, das ich mir bestellt habe und möchte ein bisschen was anpassen. Ich möchte da vorne zum Beispiel eine
eine Kante machen, die wie das Bündchenmuster unten ist, also ungefähr in derselben Breite wie das, auch dass ich das jetzt hier zeigen kann, in derselben Breite wie das hier unten ist, hier einfach in eine einmal glatt, einmal verkehrt Bündchenmuster auch hinunterstricken. Dann fällt vielleicht der Rand auch schöner. Also er fällt jetzt auch schön, aber dann ist das vielleicht noch ein schönerer Abschluss. Ja, das Umacape von Aigönit. Ich verlinke euch unten alle Strickanleitungen, die ich dazu verwendet habe, und schreibe bei jeder Strickanleitung auch dazu, welche Wolle, welche Farbe, und ich werde auch die Nadelstärke dazu schreiben, weil werde ich auch oft gefragt, dass ich das immer vergesse zu erwähnen, welche Nadelstärken ich verwende. Genau, da wollte ich auch noch etwas erzählen zum Nerdshirt-Sweater. Ich habe da jetzt wieder einen kleinen Fehler gemacht, und zwar werden die Ärmel, also die Bündchen werden mit 3,5 Nadeln gestrickt und dann wird auf 4er Nadeln gewechselt. Und als ich den zweiten Ärmel fertig hatte und den Körper anschlagen wollte, wollte ich eben auf die 3,5 Nadeln zurückwechseln fürs Bündchen und bin dann drauf gekommen, dass ich den ganzen Ärmel mit den 3,5 Nadeln gestrickt habe. Man merkt ein bisschen, er ist einen halben Zentimeter ist er schmäler. Von der Länge her passt er aber, und ich hoffe, dass ich das beim Bloggen dann, also wenn ich es gewaschen habe, beim Bloggen dann ausgleicht, dass man das nicht zu sehr sieht, dass ich da mit der falschen Nadelstärke gestrickt habe. Ja, das zweite, das ich fertig gestrickt habe, also in dem letzten Video war es noch nicht fertig, inzwischen ist es fertig, also mein inzwischen finished Object war der Slanting Slipover. Ich habe mir jetzt nicht notiert, von wem das Muster ist, aber ich blende es euch ein zum Video, das ich hier euch auch gemacht habe, wo man sieht, wie er angezogen aussieht. Also so sieht er aus. Ich zeige ihn euch jetzt mal kurz. Der hat, finde ich, ganz schöne Details da oben. Ja, mir sind dieser Ärmelausschnitt, er ist okay, aber er ist ein bisschen zu weit. Ihr seht das dann am Video gleich. Ich würde ihn, glaube ich, eine Nummer kleiner stricken, wenn ich ihn noch einmal stricke. Und es ist auch ein Projekt, das ich gerne noch einmal stricken möchte. Und vielleicht auch in einem Farbverlauf. Und ich möchte eine andere Wolle verwenden, weil da habe ich dreifädig gearbeitet. Also die Regia vierfädige Sockenwolle Tweed habe ich da doppelt verwendet und zusätzlich dann noch einen Strang Kizilk dazu getan. Und es ist vom Muster her, also von der Strickqualität her sehr dicht, sage ich jetzt einmal. Ich zeige euch ein Foto, wie er im Original aussieht, und da finde ich, schaut er viel luftiger, lockerer aus als hier meiner. Aber jetzt in der, wie sagt man, soll ich sagen, Übergangszeit, ganz toll. Also ich trage ihn, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, zum Beispiel mit dieser Bluse, die ich jetzt hier anhabe. Das habt ihr auch im Video gerade gesehen, wie ich das drüber anhabe. Es reicht, dass es warm genug ist. Mir muss es bei den Ärmeln nicht warm sein, aber der Körper sollte bei mir schon warm sein. Und das Umacape und der Slanting Slipover sind da ganz tolle Stücke für diese Übergangszeit, wenn es nicht zu warm sein soll oder wenn eine Jacke schon zu viel ist. Also ganz toll, kann ich nur empfehlen. Anleitung und welche Wolle, welche Nadelstärke ich verwendet habe, findet ihr wieder unten in der Beschreibung. Ja, was habe ich hier noch liegen? Und zwar Spinnfasern. Ich habe mir von Hedgehog Fibers wieder einen Club gegönnt. Der ist für 3 Monate buchbar, sage ich jetzt einmal. Also man zahlt 3 Monate und bekommt dann jeden Monat, beziehungsweise ich habe ausgewählt, dass ich das auf einmal zugeschickt bekomme, Spinnfasern zugeschickt in einer bestimmten Färbung. Und diese hier ist zum Beispiel super fein Merino, 70% und 30% Kaschmir. Ich mache es euch mal auf und zeige euch das. Das sieht dann so aus. Also bin dann immer gespannt, wie dann das fertig gesponnene Garn ausschaut, weil ich dokumentiere das auch. Also ich mache Bilder von den Fasern, wie sie vorher ausschauen, wie sie dann als einzelne Garne auf den Spulen aussieht und dann im Endeffekt, wie es dann verzwirrend ausschaut. Ja, sind 100 Gramm, und ich finde ganz schöne Färbung. Ich bin immer ein Fan von diesen Neonfarben hin und wieder da drinnen.
die schauen ganz toll aus und es greift sich auch ganz super fein an. Also Merino und Kaschmir, tolle Kombination. Bin schon gespannt, wie es sich verspinnen lässt. Mein Spinnrad steht da drüben, weiß nicht, ob man das jetzt am Video sehen kann. Es sind Fasern oben, aber ich bin im Moment eher auf Stricken unterwegs und nicht auf Spinnen. Spinnen ist lustigerweise eher so eine Sommeraktivität bei mir. Ich habe so ein kleines Schachtspinnrad, das ist sehr kompakt, das kann ich theoretisch überall hin mitnehmen. Es ist ein Reisespinnrad, lässt sich klein zusammenklappen, aber ich nehme das dann einfach mit auf die Terrasse hinaus und sitze dann stundenlang in der Sonne und spinne vor mich hin. Ja, also es ist etwas eher für die Sommertage, keine Ahnung, obwohl eigentlich Spinnen wäre immer, also früher ist immer in den Wintermonaten gesponnen werden, wenn jetzt, sage ich mal, praktisch die Feldarbeit fertig war und im Winter konnte man nicht wirklich was tun zu Hause, da hat man dann eben gesponnen oder gestrickt. Bei mir ist es das Stricken und das Spinnen eher im Sommer, wobei die Woche hat es mich ein paar Mal gelustet am Abend, dass ich sage, ich setze mich jetzt zum Fernseher und fange wieder mit dem, also spinne diese Fasern weiter. Ja, habe es dann aber nicht gemacht, sondern habe dann eher in meinem Nurture-Sweater weiter gestrickt. Also das war jetzt die Farben vom März, die Fasern und Farben vom März. Und ja, ich habe mir gedacht, ich packe mit euch gemeinsam den April aus. Es ist zwar noch nicht April, wenn dieses Video hochgeht. Das heißt, falls irgendjemand Hedgehog Fibers Faser Club auch gekauft hat, dann bitte jetzt kurz wegschauen, damit ich euch nicht spoilere. Weil das Tolle daran ist, die kommen in solchen undurchsichtigen Verpackungen, das heißt, man sieht vorher nicht, welche Färbung da drinnen ist, wenn man es aufmacht. Man kann das wirklich jeden Monat machen, was ich auch mache. Natürlich könnte ich alle drei auf einmal aufmachen, aber ist natürlich viel mehr Spaß, wenn ich das jeden Monat aufmache. Und so mache ich das jetzt mit euch gemeinsam auf. Entschuldigt, wenn es jetzt da raschelt und Dings. Und zwar habe ich Kormo 75% und Alpaka 25%. Kormo, nehme ich an, ist eine Schafart, ist eine Schafrasse. Werde ich mal googeln und euch dann einblenden, ob ja oder nein. Und so sieht die Farbe aus. Ich mache es euch auch gerne auf. Na, komm. Oh, das fühlt sich gleich ganz anders an, ja. Das ist jetzt nicht so weich wie das Merino. Also, ich glaube wirklich, dass es scharf ist. Und die Farbe, man sieht auch, ich hebe das noch einmal auf, die unterschiedlichen Färbungen. Also das ist jetzt eher knallig bunt und das ist jetzt natürlich auch bunt, aber es sind eher gedämpftere Farben, also mehr in das Blau-Grün-Spektrum, während das andere eher im Rosa-Lila-Spektrum ist. Das riecht, ich rieche immer so gerne an der Wolle, die riecht super gut. Also auch wieder ganz tolle Fasern. Weiß nicht, ob ihr die Hedgehog-Fibern, Entschuldigung, wenn ich da jetzt immer bei meinen Augen herumfummle, aber diese Fasern, ich habe dann immer welche bei meinen Augen hängen, die dann kitzeln und jucken. Ja, also Hedgehog-Fibers, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die haben ganz, ganz tolle Färbungen, Fasern, sitzen in Irland, glaube ich, was natürlich für mich immer toll ist, weil in der EU, ja, spart man sich den Zoll, weil es gibt natürlich in Amerika auch super tolle Färber. Also die Bekannten kommen halt meistens alle aus Amerika, die man so in diversen Strickpodcasts sieht. Wobei es auch hier in Europa ganz tolle Färber gibt. Ja, falls ihr da irgendeinen Tipp habt, die sind jetzt, man muss natürlich schon genau suchen oder wissen, wer wo was färbt. Also wenn ihr welche habt, die Wolle selber färben oder Fasern selber färben, bitte gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich bin immer auf der Suche nach neuer Inspiration und möchte gerne neue Farbkombinationen und so weiter ausprobieren. Auch was Wolle betrifft. Also jetzt nicht nur Spinnfasern, sondern auch Wolle. Also eine, die ich, wo ich ganz gerne bestelle, ist Woll mit Werve. Die sitzen in den Niederlanden. Also ist auch ein ganz netter Kontakt mit der Dame, habe ich schon ganz viel hin und her geschrieben. Die machen auch wunderschöne Färbungen und sind auch vom Preis her, sage ich jetzt einmal, ich will jetzt nicht sagen akzeptabel. Natürlich ist es ein Aufwand, die Wolle zu färben, zu trocknen,
Hat natürlich seinen Preis. Aber es gibt natürlich auch, ich möchte jetzt niemanden schlecht reden oder so, aber wenn ich dann für 50 Gramm gefärbte Wolle 40 € bezahle, dann ist es mir das nicht wert, weil wenn ich dann wirklich einen Pullover oder irgendwas daraus stricken will, dann sind das Summen, die ich persönlich jetzt nicht bereit bin auszugeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, hinterlasst mir das gerne in den Kommentaren, ob es da bei euch eine Schmerzgrenze gibt, wo ihr jetzt sagt, ein selbstgestrickter Pullover, die Wolle, ja, soll jetzt nicht, ich sage jetzt mal, Hunderte von Euro kosten. Ich finde es schade, wenn ich jetzt, sage ich mal, so viel Geld für Wolle ausgebe und der Pullover passt dann nicht oder ist dann irgendwie komisch. Ich würde mich noch als Strickanfängerin bezeichnen. Also wenn ich jetzt schon, sage ich mal, Hausnummer 20 Jahre stricken würde und alles, was ich angehe, ist perfekt und passt gleich auf Anhieb und es sieht toll aus, dann würde ich vielleicht auch anders drüber denken. Aber so, also ich schaue halt schon, dass ich jetzt nicht unnötige Unsummen ausgebe, wenn ich irgendwelche Strickprojekte beginne. Also gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie das bei euch ist, ob ihr euch da ein Budgetlimit setzt oder ob ihr sagt, wenn es passt, dann passt, dann kaufe ich es auch, egal was jetzt da der Preis ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, die Aprilfärbung von Hedgehog Fibers, von den Spinnfasern. Ganz, ganz, ganz toll auch. Ja, Weben. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe früher auch gewoben, sagt man, glaube ich, gewoben. Aber mein Webrahmen ist immer öfter, beziehungsweise ziemlich lange dahinter mir gestanden. In den vorigen Videos war er immer zu sehen. Und ich hatte irgendwie, also es macht mir sehr viel Spaß, das Weben, keine Frage. Aber Stricken und Spinnen sind doch Aktivitäten, die ich noch viel, viel lieber mache. Und so ist das Weben viel, viel, viel zu kurz gekommen, beziehungsweise habe ich zwei Webstücke fertig gemacht und dann nicht mehr gewoben. Und somit habe ich beschlossen, dass ich meinen Webrahmen verkaufen werde. Er ist zwischenzeitlich auch verkauft und ich bin so froh, eine ganz, ganz tolle eine ganz, ganz tolle Käuferin gefunden zu haben. Und zwar ist das die Gundula Hickisch. Die hat in Wien ein Atelier, ein Textilatelier, ein eigenes. Also die macht das wirklich hauptberuflich, das Weben. Und als ich mir ihre Seite, ich habe mir die Seite erst angeschaut, nachdem ich den Webrahmen abgeliefert habe. Also ich habe ihr den Webrahmen nach Wien geliefert, weil Wien ist nicht wirklich weit und ich hatte auch in Wien zu tun. Und mir war es nur recht, weil dann habe ich ihn nicht zerlegen müssen und sie muss ihn dann wieder aufbauen. So habe ich ihn einfach als ganzes Stück geliefert. Ich konnte sie leider nicht persönlich treffen. Ihre Kollegin war da, weil sie leider krankheitsbedingt dann nicht anwesend war. Aber es hat alles super geklappt. Und wie gesagt, habe ich dann nachher gegoogelt, wer sie eigentlich ist und habe dann ihre Website gesehen und den Instagram-Account. Und ich war wow. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ich verlinke euch unten auch den Link zu ihrer Seite, dass ihr da nachschauen könnt. Also die macht wirklich ganz, ganz tolle Arbeiten. Und sie gibt auch Kurse, habe ich gesehen, zum Beispiel Bilderweben, was ich auch ganz, ganz toll finde und irgendwann sicher auch ausprobieren möchte. Ja, also ich habe eine ganz, ganz große Freude, dass mein Webrahmen jemanden jetzt, dass jetzt jemand mit meinem Webrahmen arbeitet, der wirklich sein Herzblut in diese Arbeit hineinsteckt. Also das merkt man bei ihren Arbeiten, dass sie da wirklich mit Leib und Seele und Herz dahinter ist. Also ganz, ganz toll und ich habe echt eine große Freude, dass ich den an so einen tollen, tollen Menschen verkaufen konnte. Ja, das war's eigentlich. Ich schaue jetzt noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, nichts vergessen. Das war mein Video für diese Woche. Hinterlasst mir gerne in den Kommentaren, woran ihr arbeitet, während ihr mein Video schaut, wie immer. Das ist eigentlich mein Wunsch in jedem Video, das ich sehe, wobei ich euch begleite und auch gerne und dadurch natürlich auch neue Strickanleitungen oder irgendwas entdecke oder neue Wolle entdecke, mit der ihr arbeitet oder was auch immer ihr gerade macht, gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde mich natürlich auch über ein Like von dem Video freuen, wenn euch gefallen hat, was ich euch zu erzählen hatte, beziehungsweise wenn ihr auch in dem Metier Fasern stricken, färben, spinnen seid, gerne
meinen Kanal abonnieren. Freue mich auch über jedes Like, über jeden Kommentar und über jedes Abo natürlich. Ja, ich beantworte die Kommentare auch so gut es geht und so bald als möglich. Ja, schön, dass du wieder dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich lade meine Videos alle 14 Tage immer freitags um 13 Uhr hoch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage, denn heute ist Gründonnerstag bei uns hier. Also ja, es ist Gründonnerstag, das heißt, das Osterwochenende liegt im Moment vor uns. Das heißt, ich wünsche euch schöne Osterfeiertage, wünsche euch einen schönen Abend, schöne Woche, schönen Tag, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!